Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Hardgold Randomizer im Zeichen der Wetlock Challenge. Wir wollen in diesem Part in dieser Stadt hier ein bisschen rocken. Vielleicht sogar in die nächste Stadt schon. Ne, wir wollen den Turm erstmal machen. Wohin laufe ich eigentlich gerade? Ich habe mir gerade gedacht, ich fange mit dem Pokémon, aber ich habe gar keine Lust zu. Ja, wir gehen in den Turm. Und danach, nachdem wir den Turm gemacht haben, ich bin am Überlegen, ob ich wirklich schon nach Dings düse. Nach, wie heißt die nochmal? Frostauhafen. Diese Kampfarena ist da. Ob ich da wirklich schon hingehe, weil ich hätte eher Lust, schon Team Rocket platt zu machen. Alleine Vati zuliebe? Nein, nicht Vati, sondern Hutu zuliebe, um das Training zu haben. Weil den Turm hier können wir machen. So, los geht's. Ich hoffe mal, ich lande... Ich kriege jetzt keine überraschenden Gegner oder so. Okay. Erst einmal Dönerwelle. So. Nein, der hat Synchro. Oh mein Gott. Und ich bin natürlich direkt paralysiert, er nicht. Sehr schön. Wo ist der Fehler? Quatsch. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt gewesen? Nein, ich will deine Telefonnummer nicht, du Pedo. So, Pokémon. Ja, Lilly braucht noch ein bisschen Training. Das heißt, wir müssen erstmal ihre Paralyse beseitigen. Paralyse haben wir genug. Wie viele Tränke haben wir überhaupt? 7 Stück. Ich könnte den Top-Trank eigentlich verkaufen. Ich glaube, dafür kriege ich auch was mit 1000. Und dafür können wir mir 2 Supertränke holen. Die lohnen sich im Moment mehr. So. Nächster Trainer. Ja. Genau. Ja. Richtig. Habe ich ganz vergessen. Das Spiel ist ein Bastard! Heute ist nicht mein Tag, glaube ich, so langsam. Ja, genau, ich bin auch noch vergiftet. Richtig. Ein Treffer mit Smog und du bist vergiftet. Ene mene Mist, es rappelt in der Kiste. Ene mene Mac, das Gift geht jetzt weg. Mann. Boah, das ist schon wieder so ein Start, da denke ich mir, ist das wirklich nötig? Are you fucking serious? Flammenrad. Das bringt auch nichts. Toll. Kopfnuss. Hau deinen Kopf gegen dieses harte Gestein und zerstöre es. Warum macht er denn nicht Steinwurf? Bestimmt mal darauf hofft, einen Instant-Kill rauszuholen. Krasse Kacke, ey. Gardevoir? Das ist jetzt aber doof. Okay, jetzt doch nicht so doof. Batsch, weg. Naja, doof in dem Sinne, weil Gardevoir verdammt stark ist. Das macht ein Psychokinese und ich bin weg. Ich habe ja nur so kleine Baby-Pokémon. Ja, also, ich habe langsam das Gefühl, dass ich wirklich erstmal Team Rocket platt machen sollte. Klar, ich müsste dann erstmal gegen Dings hier antreten. Gegen Harivana. Das ist gut. Gegen das rote Garados, aber ich glaube, das ist weniger problematisch. Kackleon? Hey, ich bin der Kackleon. Das ist der Trümmer. Farbwechsel. Typ Kampf. Jetzt meinte ich zu Typ Normal. Batsch. Und jetzt bist du Typ Normal und ich kann dich schön mit zertrümmern. Batsch, weg. Ursaring, das ist natürlich schon wieder eine Nummer für sich. Dönerwelle, los. Aber wir haben ja Zertrümmerer, damit können wir erstmal kloppen. Oh mein Gott! Warum? Warum machen die so einen fucking heftigen Schaden gegen mich? Mach am besten 5 Treffer direkt. Warum ist er eigentlich schneller gewesen? Mein Gott! Oh! Stalos! Oh mein Gott, der ist Stalos! Das ist so fucking fassbar! Was die hier für Pokémon einsetzen? Flammrad, stirb bitte! Mann! Also mit unserem kleinen Pokémon... Oh, noch ein Pokémon. Weg! Ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal Team Rocket besuchen gehen. Definitiv. Machen wir das mal. Das ist mir gerade alles zu riskant hier. Unsere Pokémon sind unterentwickelt, oder die meisten sind im Moment unterentwickelt. Und das hat so keinen Sinn, wenn ich gegen weiterentwickelte Formen antrete, weil die zerkloppen mich dann ohne große Umschweife.
Ach du heilige Kacke, ey. Ich sehe immer schon Tode. Also, es ist ja für ein Let's Play mal so, man sieht immer schon den Tod vor Augen. Mal so eine Frage am Rande. Spielt ihr eigentlich auch Nuzlocke? Also ich meine privat, so für euch. Oder guckt ihr euch das nur bei YouTube an, bei anderen Leuten? Das ist die Question. Erzählt doch mal, was macht ihr denn so? Ich hoffe, dass die auf der nächsten Route dann wenig oder auf der Route da hinten wenigstens nicht dann so ein zu hohes Level haben. Wir haben 10.000. Oh mein Gott. Komm, kaufen wir 14 Stück. Haben wir 18. Mit dem Top-Trank haben wir 19. Jetzt können wir ein bisschen verkaufen. Top-Trank kann weg. 1250. Kann ich noch was verkaufen? Nein, nicht kaufen. Verkaufen. Verstehst du das nicht? Soll ich es dir vielleicht die viel, genau erklären? Also wirklich was zum Verkaufen habe ich ja nicht. Nee. Oder gehen wir doch in den Turm? Ich meine, das könnte jetzt einfach nur so eine Phase sein. Hm, gute Frage. Was tun, ist die Frage. Ja, Eileen wird irgendwann später trainieren, wenn Darkix auch mal wieder dran kommen kann. Was mache ich da nur? What should I do? What should I do? Häuschen. Gehen wir nochmal in den... Ach komm, wir gehen nochmal in den Turm. Und ich hoffe einfach mal, dass das vorher nur so eine kleine Phase war und dass sich das jetzt bessern wird. 2 Minuten später. Nein, mein ganzes Team ist tot. Sie wurden alle tot gemacht und zerstört. Ja. Kann natürlich passieren. Also ist alles möglich in diesem Spiel. Pass auf, jetzt kommen gleich irgendwelche Legendären oder sowas. Traunmagier, das ist ja schon mal ein Typ Unlichtvieh. Typ Geist. Surfer. Traumagier ist scheiße. Ich hasse es. Was bist du denn für ein Vieh? Und tschüss, das war ein Vieh. Level 22 für Ironclaw. So, damit wir gleichzeitig jetzt Level steigen und nicht, dass der eine jetzt wieder zu schnell zu hoch kommt. Zu hoch kommt. Ha! Oh, das ist ein Item. Ah, und da kann ich ja raus. Stimmt ja, ich habe gerade die Tür gesehen. Ah, natürlich war das jetzt absolut Bombe, was ich gemacht habe. Ironclaw, komm mal schnell wieder her. Oh, ich bin nicht vergiftet. Das wundert mich jetzt aber. Ich hätte gedacht, ich bin jetzt gnadenlos vergiftet. Superbrot erreicht Level 22. Tugträne? Was ist denn bitte Tugträne? Hör ich zum ersten Mal. Tugträne täuscht Wein vor, um die gegnerischen Spezialverteidigung deutlich zu senken. Eine Unlichtattacke. Wer kann das lernen? Um Spezialverteidigung zu senken. Das wäre eigentlich bei den beiden optimal, weil die beiden greifen ja speziell an. Lassen wir das aber erstmal. Erstmal abspeichern, damit uns nicht irgendwelche Sachen verloren gehen, falls jetzt gleich irgendwann ein Absturz ist. Guck mal Leute, ich könnte noch nicht mal cheaten. Weil ich immer abspeichere zwischendurch, da kann ich gar nicht neu versuchen. Oh, was war das denn jetzt? Kann ich hinten lang? Die Aussicht ist ja wohl unglaublich hier oben, ne? Wunderschön. Haben sie echt toll gemacht. Ein Sonderbonbon! Yay! Das kann ja auch Hut geben. Wann entwickelt sich Hut eigentlich nochmal? Ach, bevor ihr das in die Kommentare schreibt, habe ich sowieso schon selber nachgeguckt, vermutlich. Okay, das ist ein Typ Gift, ne? Friss meinen Funkensprung. Offenlegung. Ja, genau. Ladevorgang. Und Funksprung. Patsch. Das hat fast gereicht, aber ich will kein Risiko eingehen, deswegen heile ich Superbrot erstmal. Danke. Warum hast du das gemacht? Stirb. So ein komisches Vieh. Ho-oh. Ein Pisser-Puck. Pisser-Pokémon vor allem. Oh mein Gott. Ja, auf die Insel rüber zu düsen, bringt mir noch nichts. Wir müssen auch gegen den Arena-Leiter antreten, da der auch ein ziemlich hohes Level hat und ich da... ein Unlicht-Pokémon ist das. Wasser-Unlicht.
Ja, und da ich kein Interesse daran habe, meine Teammitglieder einfach so zu opfern, habe ich keine Lust darüber zu düsen. Brüller! Das könnte helfen. Mal Tackle dafür weg. Smogmog! Smogmog! Funksprung? Die Viecher jagen sich ja gerne mal in die Luft. Tschüss. So einfach geht das. Fick dich. Boom. Okay, ich sollte mal eben schnell einen Supertrank nehmen. Meine Genauigkeit ist übrigens gesenkt. Das ist ganz schön übel. Ladevorgang. Oh mein Gott, jetzt hör mal auf. Jetzt ich auf. Ladevorgang. Woop. Und noch ein Tränkchen. Ich habe vorhin ja erst alle gekauft für meine ganze Kohle und jetzt muss ich wieder alles ausgeben. Das ist so bitter. Also ab und zu denke ich echt, das ist so unnötig. Okay, ich wechsle mal das Pokémon aus. Nein, oder doch nicht. Töte es. Jawoll. So. Smogmog. Ich kann gar nichts anderes machen gerade. Okay, weg. Puh. Level 24 für Superbrot. Geile Sache. So. Jetzt muss aber auch mal langsam wieder unser Ironclaw ran. Das Dream Team. Ironclaw und Superbrot 1992. Tja, die wissen, wie man kämpft. Was wir schon für Kämpfe zusammen durchgestanden haben. So, noch ein Supertränkchen für dich. So. Und weiter geht die Reise auf wundersame Weise. Hier ist nix. Bidi, 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 bidi. Nugget wäre nicht schlecht. Na toll, und ich habe keinen... Ah, oh, Kopfnuss. Wäre nicht schlecht jetzt. Wird das alles einfacher machen. Batsch. Kein Problem. Oder so ein Drachen-Pokémon wäre jetzt auch richtig nice, oder nicht? Da hat jemand was geschrieben. Moment, ich muss mal gucken. Okay. So, eben wieder abspeichern. Mal eben ganz fix so am Rande. Ich komme gerade besser durch, als ich gedacht hätte. Hallihallo, was geht ab? Hier am Strand können wir auch noch Dings... Oh, scheiße. Look, Shinux. Na, viel Damage macht er nicht und tschüss. Schluppuck? Pflanze? Nö. Pff, weg. Batsch. Krabbi, oh wie süß. Konfusion. Stirb! So muss das aussehen. Gut vorankommen und nicht immer nur gegen overpowerte Pokémon antreten, sondern auch mal gegen schwächere. So macht das auch ein bisschen... Oh, wir sind schon oben. Hallo! Ja, ich habe auch beide Namen voraus. Wusstest du das schon? Ja, also ich wusste das natürlich, ne? Danke! Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ein Supertränkchen. Nice. Lass mich runter. Auf dem Boden der Tatsachen. Bidüm. So, jetzt mal schnell ins Pokémon Center. Ja, gehen wir schon rüber. Also, will ich es riskieren? Ich habe nichts Gescheites gegen... Obwohl gegen... Ich weiß ja nicht mehr, ob der Kampf-Pokémon benutzt. Das ist das Problem. Ich hätte meinen Geist, also Darkex dafür, wenn er Kampf-Pokémon benutzen würde, aber tut er ja nicht. Also von daher... Aber wisst ihr was, wir können ja trotzdem auf die nächste Route gehen. Kriegt man hier nicht noch irgendwie Stärke oder so? Von dem da? Angeblich Wanderer Kesselberg. Ach so, ja stimmt, das wurde ja getauscht hier. Dass das jetzt von woanders herkommt. Warte mal kurz, Leute, ich bin gleich wieder da. So Leute, und da bin ich auch schon wieder. Jetzt können wir... Oh, was ist jetzt denn los? Leck. Hallihallo. Hey, wenn das nicht perfekte Wellen sind. Wellen muss man einfach nehmen. Oh Gott, warum leckt das auf einmal so? War die nicht vorhin noch gar nicht... Ach, Montag, stimmt. Hackattacke erlernt. Yay, das können wir direkt unserem kleinen Dings geben. Wie heißt das nochmal? Unser, Hut. Vielleicht kann er was damit anfangen. Flinkklaue wäre bestimmt auch nicht... Ein Schnabel. Geben.
Ja, eigentlich müsste ich all ihn auch mal ein bisschen trainieren, aber ich habe ja keine Ahnung, was für Level die gegnerischen Pokémon haben. Und außerdem müssen die anderen... Ah, was mache ich da eigentlich gerade? Keine Ahnung. So, 23, 24, 23, 25 sind alle ziemlich nah beieinander. Eileen fehlt halt noch, ne? Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ah, jetzt wieder normal. Nice. So, gehen wir schon auf die nächste Route oder beenden wir den Part? Komm, zwei Trainer. Oh, wir können auch mal einen Pokémon fangen, fällt mir gerade ein. Hui, gib mir einen Pac-Man. Ein Volbeat und schon wieder ein Männchen, wenn das nicht langsam zu einer Routine wird, dass man nur Männer fängt. Oh mein Gott. Mondschein für ein... Oh, trifft doch einfach mal... Er trifft nicht, er trifft nicht, er will einfach... Weißt du was, du behindertes kleine Scheiß, ich friss meine Konfusion. So, und jetzt Pokéball, los! Es ist nicht drin geblieben, erstmal Konfustrahl, yay! Und mein Block liegt da hinten mit den Namen. Oh mein Gott, und das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. So. Eine Libelle, ich nenne dich... Pasi. So. Ein Trainer machen wir noch und nach dem Trainer werden wir dann Schluss machen für heute. Dann gehe ich ein paar Schutz kaufen und dann werden wir beim nächsten Mal die Route besteigen. Besteigen, habt ihr verstanden? Sehr witzig. Ja. Yeah. Oh, ein legendäres Pokémon vom Typ Psycho, glaube ich, ne? Ja, natürlich. Surfer. Batsch. Weg. Was ist das? Normales Pokémon ist das, glaube ich. Surfer. Weg. Ja, und ich werde unser kleines Hutthut mal trainieren auf Level 20, damit er wenigstens ein bisschen mithalten kann und wir ihn auch benutzen können, weil so hat das im Moment ja gar keinen Sinn, wenn alle anderen die ganze Zeit gelevelt werden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai.